Ja, Fasten ist der Königsweg tatsächlich der Naturheilkunde. Beim Fasten ist ja ein freiwilliger Nahrungsverzicht und auch ein Verzicht auf Genussmittel für einen begrenzten Zeitraum. Man setzt den Autophagie-Mechanismus in Gang. Das ist eine Art Selbstentrümpelung der Körperzelle. Alte Stoffe, die nicht mehr gebraucht werden, werden abgebaut, neue, wichtigere Stoffe aufgebaut von der Zelle. Es ist ein natürlicher Anti-Aging-Prozess. Fasten wirkt antientzündlich. Wir haben ja dieses Thema Silent Inflammation, stille Entzündungen, die im Körper vorhanden oft sind und dann auf längere Sicht auch Schaden am Körper ja im Prinzip anstellen können. Das wird eben durch das Fasten reduziert. Fasten wirkt präventiv auch. Fasten verhindert, wenn man regelmäßig fasten, jedes Jahr beispielsweise eine Woche, 10 Tage, auch zivilisatorische Erkrankungen. Es senkt den Blutdruck, es senkt den Blutzucker, es lindert auch Beschwerden des Bewegungsapparates. Also daher sieht man wirklich, dieser Begriff Königsweg der Naturheilkunde ist sehr begründet. Es gibt natürlich ein paar Kontraindikationen, sehr schwere Erkrankungen beispielsweise. Heranwachsende sollten noch nicht fasten, also erst nach Abschluss des Längenwachstums. Schwangere sollten nicht fasten. Und natürlich, es gibt sicherlich auch Altersgrenzen nach oben, wo man dann irgendwann sagt, in dem Alter nicht mehr fasten. Wie lange? Also zumindest 5 Tage ist ein Vorschlag. Man kann das nach oben ausdehnen, auch bis zu 21 Tagen. Ja gut, beim Fasten macht es natürlich absolut Sinn, auch jeden Tag Lupus Heilerde zu nehmen. Wir haben beim Lupus Heilerde ja diese Adsorptionskräfte, die also Toxine im Darm, im Verdauungsapparat binden. Und das ist natürlich auch ein Ziel beim Fasten, so diese Entgiftung, die Körperreinigung, die wird durch die Lupus Heilerde natürlich sehr gut unterstützt. Ja, sagen wir mal so, in den großen Weltreligionen gibt es ja sowohl im Christentum als auch im Islam, als auch im Buddhismus und so weiter, das Fasten. Allerdings haben die Menschen natürlich kreativ, wie sie sind, die Vorschriften der religiösen Oberhäupter sozusagen immer geschafft, so ein bisschen zu umgehen, ne? Die Mönche haben früher dann aus dem Fischteich, sich einen Fisch geangelt in der Fastenzeit, wenn sie kein Fleisch essen dürften. Im Ramadan ist es natürlich so, dass dann abends nach Einkehr der Dunkelheit oftmals auch üppig aufgetischt wird. Also ich glaube, wenn man sich aber so also ein bisschen an die Fastenvorgaben hält, dann kann man es in beiden Weltreligionen sehr gut auch machen.